Aloha und herzlich willkommen im Frühling von Jahr 12. Meine Güte. So, ich habe keine Ahnung, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ich glaube, ich hatte tatsächlich keine speziellen Pläne. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas einstellen wollte. Keine Ahnung. Aber, wie immer, beginnen wir die Jahreszeit nicht dort, sondern in der Verwaltung. Wir haben zwei Arbeiter wieder zurückbekommen. Also zwei Frauen sind aus dem Urlaub zurück. Das ist schon mal gut. Da gucken wir gleich mal, wo wir die hinstecken können. Erstmal gucken wir aber, der Schweinestall ist kaputt. Die Werkstatt ist kaputt. Und die Lager sind kaputt. Alles klar. Und ganz, ganz wichtig. Kräuterhütte. So. Nee, warte mal, ihr seht, ich habe zwei Wochen nicht gespielt und schon ist hier, weiß ich nichts mehr, was die Tastenbelegung angeht. Ah, jetzt weiß ich aber, was ich im Frühling machen wollte. Das machen wir dann auch gleich jetzt als erstes. Quasi die Kräuter, die ich als Überproduktion hatte, von Hand verarbeiten. Im Frühling wird Löwenzahn gesammelt. Das machen wir gleich. Steuern müssen wir bezahlen, aber das Geld haben wir, glaube ich, easy. Da schicken wir einfach direkt unseren Mann los. Wo ist er denn? Da. Hi, sweetie pie. Oh, hallo, Wolfram, mein Schätzchen. Zuneigung 100%. Ja, das ist alles super. Könntest du bitte dieses Geld zum Steuern zahlen bringen? See you soon. Da war er aber fix. So, na dann schnappen wir uns doch mal. Schnappen wir uns mal. Habe ich irgendwas im... Oh, die Eimer können wir gleich mal einstecken lassen. Okay. So, wir wollen... Das... Das... Alter, wie viele Löwenzahn wir übrig haben. Wie viel sammelt der denn bitte? Rollkirschen haben wir auch super viele übrig. Sag mal, hat der im Winter nicht richtig hergestellt? Hatte der nicht genug Wasser oder so? Holy moly. Und 5000 Millionen breitwegerisch. Jetzt Inventar schon voll und wir haben da nicht mal Wasser einstecken. Wie sieht's denn hier mit Eimern aus? Gib mal her. Ich sehe das schon, wenn ich die Eimer jetzt voll mache, kann ich mich gleich nicht mehr bewegen. Aber gucken wir mal. So, ich weiß noch, wir haben das letzte Mal noch eine zweite Schmiede gebaut. Nee, das ist schon länger. Die haben wir schon länger, die zweite Schmiede, oder? Wir haben Zäune gebaut, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dass ich einen übelsten Fail drin hatte und von der einen Folge die letzten 10 Minuten stumm waren. Komischerweise irgendwie auf die Mute-Taste gekommen bin. Okay, wir können uns noch bewegen. Gerade so. Da ist noch was. Die Hütte ist ja ein Stück. Dann machen wir fix die Tränke, dann machen wir alles ganz. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass wir heute auch ein, zwei Quests in... anfangen werden zumindest mal. Beziehungsweise gucken wir gleich mal, ob wir noch irgendwelche Quests haben. Aber da mir nichts angezeigt wird, würde ich mal sagen, nein. Gestern kam ein Patch. Die NPCs haben jetzt mal eine neue Gesprächsoption. Gerüchte. Da bin ich auch mal gespannt, was... ich weiß nicht, ob es da vielleicht Gerüchte darüber gibt, wo es eine Quest gibt oder so. Muss man dann mal ausprobieren. Jetzt machen wir erstmal fix Tränke.
Woran fehlt es uns jetzt? Wir haben jetzt echt das komplette Wasser schon fürs Gift verbraucht. Wow. Das Ding ist natürlich, wenn ich jetzt zum Brunnen zurückgehe, kann ich alle auf einmal füllen. Hier muss ich die wieder einzeln füllen, aber ja. Weiß nicht, was schneller wäre. Zum Brunnen zurückzugehen oder die 10 Eimer hier zu füllen. Aber jetzt machen wir es so. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht ein paar Fiolen zu wenig mitgenommen habe. Because of taxes or what? Kann ich dir nicht sagen. So, jetzt nehme ich die Fiolen alle. Marktstände wären, glaube ich, so langsam nice. Aber ich glaube, von denen sind wir auch gar nicht so weit weg. So, jetzt müssen wir erstmal auspacken. Wir haben auf jeden Fall auch ein, zwei Quests hier im Dorf. Machen wir vielleicht die jetzt im Frühling. Schauen wir Breitwegerisch haben wir auf jeden Fall das. Gift können wir mal auspacken. Heiltränke, Löwenzahn haben wir auch noch. Ja, wir können auf jeden Fall noch ein paar Tränke mehr herstellen. Einmal alles wegcraften hier. Ja, ja, komm. So, bevor ich es aber gleich vergesse, machen wir dann doch schon mal. So, was haben wir denn hier? Einmal sehr durchwachsen und die... Ah ne, das sind neugeborene Kinder. Wo sind denn da? Okay, auf jeden Fall Jägerin, würde ich sagen, und Handwerkerin. Aber ich glaube, in der Jagdhütte haben wir keinen Platz mehr, oder? Doch, haben wir. Gut. Und, ja. Handwerk. Was haben wir da noch so im Handwerk? Bestimmt in der Schmiede haben wir da bestimmt Platz, oder? In einer von beiden. Küche. Wäre ohne Option. Ja, ist jetzt eine gute Frage. Küche oder Schmiede? Ich glaube aber tatsächlich, das war eine Köchin. Deswegen packen wir die einfach mal in die Küche. Ich weiß jetzt nicht, welche Küche das ist, aber sie kommt jetzt da rein. So. Strange, but works wonders. Darf ich mal ganz kurz? Dankeschön. Okay, es wären nur noch 7. Hey, 7 hatte ich nicht noch irgendwie 300 Löwenzahn oder so? Ach, jetzt fehlt Wasser. Ja.
Die Eimer habe ich natürlich vergessen voll zu machen. Das hätte man ja direkt mit erledigen können. Pail direkt mal wieder. Ich wollte nicht Wasser trinken, ich will die Eimer voll machen. Oh, it's you again. So long. Nee. So. I hope our king is going to reign as long as possible. But usually the best ones lives the shortest. Ja, schade, dass es bei mir nicht nachgepatcht ist. Dass ich keine Herolds-Quests hab. Fällt mir da gerade mal wieder ab, wo er über den König redet. Ja, wir haben immer noch Tollkirschen, da müssen wir die Eimer nochmal voll machen. Ja, nee, ist klar, grüß dich. Schon wieder die ganze Zeit, weil ich zu doof bin, eine Taste zu drücken. Wie schön klar das Wasser ist. Herrlich. Achso, aber wenn wir den gerade mal anquatschen. Ach, meine Dorfbewohner haben das hier nicht. Ich glaube bloß die, die Dudes, die in den Städten rumstehen. You look as if you were carrying 100 logs, but where are they? In your pocket? Ja. Sind alle in meiner Hosentasche. So, jetzt haben wir erstmal alles an Tränken hergestellt, was geht. Keine Ahnung, was ich mit den ganzen Tränken soll, aber irgendwann mal verkaufen. Problem ist, dass wir mittlerweile so ein bisschen an dem Punkt sind, wo ich jede Jahreszeit eine Verkaufstour machen müsste. Damit ich überhaupt alles loswerde. Breitwegerisch haben wir immer noch einen Haufen. Ja, das packen wir gleich weg. Nochmal Gift. So hart gerempelt hab.
Aber stimmt, hatte ich schon wieder fast vergessen, dass wir mittlerweile sogar jemanden haben, der am Brunnen arbeitet. Warte mal, man kann jetzt komplette Stacks ablegen, indem man die Taste gedrückt hält. Das ist auch neu. Finde ich auch gut. So. Okay. Dann erstmal alles ganz machen. Erster Tag gleich schon wieder rum. Gefühlt noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob wir Bretter brauchen. Wir nehmen uns einfach mal ein paar. Dung wollte wohl auch mal verarbeitet werden. Paar Holzstämme. Stöcke und Stroh. So, was war kaputt? Die Werkstatt, wenn ich mich recht entsinne. Das Lager. Das Lager. Bin mir sehr sicher, dass das Nahrungsmittellager. Und der Schweinestall. Ah ja, unsere schönen Zäune. Ja komm, die Schweine, die haben richtig schönen Platz hier. Und bei den Hühnern sieht auch gut aus. Das gefällt mir schon echt gut. Das mit dem Tor finde ich, wie gesagt, ein bisschen... Wäre schön, wenn es da nochmal irgendwie eine Art flacheres Tor gegeben hätte. Hätte optisch ein bisschen besser gepasst. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das hier sehr. Bock, 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 bock. Können wir auch gleich mal gucken, wie es um unsere Tiere steht. Hühner haben wir 10 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen. 12? Ich glaube 12. Henne, 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 Henne. Oh, haben wir gar keinen Hahn mehr? Doch, einen Hahn haben wir noch. So muss das. Ganz viele Hennen, ein Hahn. Weine, da können wir mal... da verkaufen wir erst, wenn das nächste erwachsen ist. Schafe. Können wir schon mal den einen Schafsbock verkaufen? So. Schafe haben auch nicht so richtig Lust, sich zu vermehren. Achso, warte mal. Bei den Schafen ist das ja eigentlich relativ egal, das Geschlecht. Aber bei den Ziegen brauchen wir eigentlich keine Böcke. Oder nicht so viele. So. Okay. Cool. Dann sind wir jetzt erstmal auf dem Stand, wo wir... Habe ich hier umgestellt auf Zwiebeln? Ja, habe ich. Was haben wir hier Schönes? Flachs. Ja, das sieht alles gut aus hier. Das gefällt mir. Okay. Dann gucken wir mal. Also, Bautechnik. Da müsste als nächstes eigentlich die Mine kommen. Dauert auch gar nicht mehr so lange, glaube ich, bei 800 Punkten oder 738 Punkten. Zieht sich bestimmt noch ein bisschen, weil wir haben jetzt nicht mehr so viel zum Bauen. Und Zäune und so weiter, die geben einfach nicht so viele Punkte. Und die Bauhütte wäre ja auch nice. Ach Gott, naja. Jagdhütte. Jagdhütte 2, Kräuterhütte, da sind wir ein ganzes Stück von weg. Das ist nicht so schlimm. Der Bienenstock wird dann bald kommen. Und ja, der Marktstand, das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Da gucken wir mal. Sollen wir erstmal hier den Frühling nutzen, um das Lager ein bisschen auf Vordermann zu bringen? Ich denke mal, das Lager wird auch schon wieder relativ voll sein, oder? Ja, ist es auch. Brennholz haben wir genug. Das sieht alles in Ordnung aus. Dünger könnten wir gleich mal wegarbeiten. Was ist eigentlich dein Lieblingsspiel?
Boah, das ist eine Frage, die kann ich eigentlich nicht beantworten. Das ist bei mir sehr stimmungsabhängig. Wenn ich jetzt nach Spielzeit gehe, overall, Diablo 3, Destiny 2, das sind so zumindest die Spiele, wo ich die meiste Zeit drin verbracht habe. Ark, Atlas, auch unfassbar viele Stunden drin verbracht. Seven Days. Es ist immer so, ich glaube, so ein richtiges Lieblingsspiel habe ich gar nicht, sondern einfach, wo ich habe viele Spiele, wo ich einfach Bock drauf habe. Und dann suchte ich da halt auch rein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Diablo 3 nimmt, ich glaube, das ist immer noch das Spiel, wo ich die meisten Spielstunden drin habe, mit knapp 3000. Aber das habe ich jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, 5 Jahre nicht gespielt oder so. Immer eher so ein Phasending. Kann man so allgemein nicht sagen, glaube ich. Getreide habe ich alles gedroschen, ja. Ja, na gut, dann ist ja nur der Dünger aufzubereiten. Wie viel kann ich denn tragen? Oh, das sollte gehen. Ich bin auf dem Neuen auf der Suche für mich, weiß allerdings nicht so richtig, was ich will. Das ist auch immer das Thema. Das ist bei mir, das habe ich leider dann auch ganz oft, dass ich einfach vor Steam sitze und halt so der ganze Schrank voll nichts anzuziehen. Weißt du, so 400 Spiele in der Bibliothek, aber man kann sich nicht entscheiden, was man spielen soll. Aber was, also da wäre jetzt die Frage, in was für einem Genre bewegst du dich denn gerne? So Aufbauspiele, Survival, Shooter, vielleicht kann man da ja ein paar Vorschläge machen. Aber ich denke mal so, alles, was mir da so bekannt ist, wirst du ja wahrscheinlich bei mir auch schon gesehen haben. Wird ja dann für dich auch nichts mehr Neues sein. Ist das nächste Woche? Ich glaube, weiß gar nicht, jetzt nächste Woche oder übernächste Woche kommt ja Skull and Bones raus. Mal sehen, wie das so ist. Da habe ich ja die Demo letztens schon mal gespielt. Die hat schon Bock gemacht irgendwie. Ansonsten per se bei mir ist ja immer so, ich spiele ja super gerne so Survival Games oder halt so Aufbauspiele und Strategie. Wobei Strategiespiele bei mir immer so ein bisschen das Ding ist, ich habe da zwar tendenziell Bock drauf, aber bei den meisten guten Strategiespielen muss man halt erstmal eine gewisse Zeit aufbringen, um sich einzuarbeiten in die Spielmechaniken, siehe Civ oder so. Und das schreckt mich dann meistens ab. Einfach die Zeit nicht haben. Ja, Medieval ist natürlich ein sehr, sehr cooles Spiel, wenn man, es ist halt immer so eine Sache, ne? Ich kann natürlich sagen, das ist ein sehr cooles Spiel und es macht super viel Spaß, aber es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den eigenen Geschmack drauf an und ob man Bock auf so ein eher ruhiges, ich würde es ja nicht mal Survival Game, auch wenn es offiziell ein Survival Spiel ist, hat ja auch Survival Elemente, aber im Endeffekt ist es ja nur ein 3D City Builder.
Aber es macht halt echt Laune. Ich mag das. Gerade so Wirtschaftsanteile und Micromanagement. So alles aufeinander abstimmen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der super krass schön baut. Das ist natürlich auch noch so ein Element in dem Spiel, wo sich viele richtig austoben. Und die Dörfer richtig, richtig hübsch machen. Mit Deko und allem Möglichen. Da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Wobei Medieval noch eins der Spiele ist, wo ich mir zumindest Mühe gebe, ein bisschen hübsch zu bauen. Hier geht es ja nicht so um Effizienz, weil Arbeitswege und so weiter uninteressant sind. Das ist ja den meisten City-Buildern nicht so. So. Ja, ich meine, das Lager haben wir jetzt irgendwie ein bisschen aufgeräumt in dem Sinne. Aber Platz geschaffen haben wir auch nicht. Wie viele Holzstämme habe ich denn hier aktuell? Da können wir mal ein Stack rausnehmen und... Oh, Holzvorräte haben wir ja auch ganz schön geschröpft. Ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal ganz schön viel gebaut, ne? Ich bin da viel praktischer als du. Nicht noch Zäune und so, ist mir egal. Ja, ey, aber das mache ich auch nur in Medieval. Ansonsten wäre mir das auch egal. Also so in Aufbauspielen und so. Immer schön Schachbrettstätte. Alles auf Effizienz getrimmt. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich anfange, Städte schön zu bauen. Da geht es rein um Effizienz. Ist halt so. Da ist Medieval Dynasty schon eine enorme Ausnahme. Aber wie gesagt, hier ist Effizienz auch nicht so ein riesengroßer Punkt. So, ich glaube, bei den Küchen habe ich das letzte Mal in der Verwaltung noch irgendwas rumgespielt. Habe ich die umgestellt oder wollte ich die umstellen? Moment. Tierhaltung, Produktion, Küche. Was macht denn ihr gerade? Du machst Meerkornbrötchen, das ist okay. Und du machst Kohlsuppe. Achso, ja, hier wollten wir natürlich auf Fleisch mit Soße umspringen. Da brauchen wir aber erstmal Zwiebeln haben wir schon, aber wir haben noch keine Holzteller. Okay. Und wir müssen natürlich das Braten anfangen. Wir müssen aber auch mal ganz kurz eine Pause machen. Ich bin sofort wieder da. So, da ist er wieder. Ja, also ich sag mal so. Viele, kommt halt aufs Genre drauf an. Wenn du zum Beispiel auf Aufbauspiele und Citybuilder stehst, kann ich zurzeit Workers and Resources sehr empfehlen. Großen Suchtfaktor für mich. Macht echt Laune. Vor allen Dingen im Realistik-Modus echt, also ist aber schon sehr anspruchsvoll, das Spiel. Kann man sich aber ja in den Schwierigkeitsgraden ein bisschen anpassen, wenn man das will. Ja, Survival-mäßig, was würde ich denn Survival-mäßig aktuell so... Da habe ich jetzt auch länger nichts Neues gespielt, also ich meine so Seven Days ist halt so ein Evergreen. Scum ist ganz cool, ist aber auch eher so ein bisschen gruppenspielmäßig ausgelegt. Macht aber auch alleine eigentlich gerade, ne? Palworld und Enshrouded ist ja gerade neu. Habe ich selber noch nicht gespielt, sollen aber auch beide sehr gut sein. Palworld ist ja so ein bisschen... Wenn ich es richtig mitbekommen habe, korrigiert mich gerne. Ich habe es ja selber noch nicht gespielt, aber so eine Ark-Pokémon-Mischung... Und gut, Strategie, Civ kann ich da immer empfehlen. Macht richtig Laune. Ist allerdings wesentlich komplexer, als man am Anfang denkt. Kommt halt immer drauf an, auf was man so Bock hat, ne? Palworld ist bunt, das sagt mir alles. Ja, okay. Das kommt dann natürlich noch dazu. Auf was für Grafiken man so steht und so weiter.
So, mir wäre nach etwas Süßem. Hallo. Dann solltest du vielleicht einen Kuchen essen oder eine Tarte oder... Nee, warte mal. Have a good day. Die Quest nehme ich nicht an. Ich will jetzt nicht in die Hauptstadt, nur um so einen blöden Honig zu kaufen. Sieht für mich so aus, als ob es für 12-Jährige ist. Naja, es spricht halt eher so die Pokémon-Fraktionen an, ne? Wobei das ja mittlerweile die Pokémon-Fraktion auch eher eine ältere Zielgruppe ist, ne? Wobei halt immer noch für Kinder interessant. Hey Razor, grüß dich. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht sagen, selber gespielt habe ich es noch nicht. Ich für meinen Teil muss ja immer sagen, Grafik ist für mich der zweitwichtigste Punkt. Für mich ist immer die Spielmechanik wesentlich interessanter. Allerdings, wenn ich schon dann sage, das ist mir alles zu bunt und zu viele Effekte. Nehmen wir mal Fortnite zum Beispiel, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Einfach nee, schon aus Optikgründen. Nicht, weil die Grafik schlecht ist, sondern weil es mir zu bunt ist und zu viele Effekte hat. So. Ne? Also, ich kann den Punkt durchaus verstehen. So, was kann ich dir denn Gutes tun? Hast du in Erwägung gezogen, ein Kind zu kaufen? ich kann dir welche bringen. So, Mohnsamen haben wir für dich. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. So, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Sinn macht, im Frühling noch loszureiten, um sich irgendwo eine Quest zu holen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich verlaufe mich in meinem eigenen Dorf. Ah! Ja, unser zukünftiger Marktplatz, ne? People of science learn how to read from books. Moon. Moonsamen sollten wir ja eigentlich haben. Fällt mir spontan noch irgendwas ziemlich Cooles ein? Ich überlege gerade. How are you? Have a good day. So, sehr schön. Aber dann ist der erste Tag auch schon wieder rum hier. Wenn ich mich gleich irgendwohin auf den Weg mache, haben wir noch einen Wohnraum? Ich glaube nicht, ne? Oh doch, wir haben noch ein leerstehendes Haus. Wir können noch Leute dazu holen. Und ich würde sagen, Abbau und Produktion ist so das, was wir am ehesten brauchen können. Eine Schwangere haben wir zurzeit, okay. Ja, stimmt, diese Jahreszeit wurden ja gerade zwei Kinder geboren. Und 1, 2, 3, 4, die innerhalb der nächsten 4 Jahreszeiten zurückkommen. Genauer kann man es ja leider nicht sagen. Ist schon nicht schlecht. Langsam sind die mit ihren Kindern durch. Ich glaube, die haben jetzt teilweise schon ihr zweites Kind. Können wir schon Nickerschen machen?
So, dann gucken wir doch mal ganz kurz. Wir haben auf jeden Fall nicht eine einzige offene Quest zurzeit. Was sagt denn die Map? Wir haben Quests in allen Städten technisch gesehen. Ne, in Klonika haben wir keine Quest aktuell. Ja, Chat, wo wollen wir denn hin? Skauki, Piastovia oder Ostia? Ostoja. Ich würde fast sagen, wir nehmen Skauki, weil es am weitesten weg ist. Wenn die Sinnhaftigkeit hinter dieser Logik fragwürdig ist. Aber dann haben wir es weg. Schnappen wir uns mal was zu essen und was zu trinken. Ach so, ich wollte Teller und so her. Ja, machen wir nächste Jahreszeit. Wir wollten eh erstmal, dass die den Kohl verbrauchen, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen uns mal hier die drei Brötchen. Zwiebeln sind eher 6. Küche brauchen wir, wenn dann erst nächste Jahreszeit umstellen. So, auf, flieg wie der Wind, kleiner Esel. Ein Zaun für die Pferde wäre ja auch noch was, ne? Aber da müssen wir erstmal ein bisschen Holz sammeln für. Das machen unsere Holzfäller, während wir unterwegs sind. Wir reiten einfach querbeet. Ab durch den Sumpf. Hier wäre durchaus auch eine schöne Stelle für ein Dorf. Muss ich jetzt mal so sagen. Gut, bisschen sehr viel Wasser hier. Aber so tendenziell. Brücken bauen. Wenn man Brücken bauen könnte, das wäre noch cool. Die Landschaft gerade so sehe, ich glaube, morgen spielen wir mal wieder ein bisschen Hunter. Mal sehen. Mal wieder so zu den alten Gewohnheiten zurückkommen, zumindest was das Wochenende angeht. So, mal sehen, was uns für eine Aufgabe erwartet. Ich bin gespannt. Ja.
Ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen Performance-Einbrüche hier. So, lasst uns mal hier parken. Bei den Hühners. Muss mal hin. Guten Tag. Oh, Entschuldigung. Okay. Ich glaube, unsere Quest wird was mit diesem Kind zu tun haben. So, was macht das Leben? Ist alles in Ordnung? Ja, ich meine, ich mache mir nur Sorgen. Worüber? Ich mache mir um meinen Sohn Sorgen. Er ist... Du hast es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Er benimmt sich wie ein Huhn. Oh, ganz genau. Ich will nicht, dass unsere Nachbarn auf uns herabsehen. Ich habe sogar schon gehört, wie ein paar Kinder Nistoy Schnabeljunge genannt haben. Entspann dich. Was soll ich für dich tun? Ich weiß nicht. Red mit ihm. Seit sein Vater damals gestorben ist, komme ich einfach nicht mehr zu dem Jungen durch. Hm. Keine Sorge, ich werde mit ihm ein Hühnchen rupfen. Das ist genau mein Humor. Hallo. Bagak? Ah, du bist witzig. Hast du heute einen guten Tag? Es ist ein guter Tag, mein Junge. Ich habe mich mit deiner Mutter über dich unterhalten. Hast du das? Über mich? Ah, sie macht sich Sorgen um dein kleines Spiel. Sorgen? Warum? Ich spiele nur mit unseren Hühnern. Alter, die Umgebungsgeräusche hier, die machen mich ja fertig. Ist das nur für mich so laut? Moment, ich muss mal einen Ticken leiser machen. Ist ja schrecklich. So, ich hoffe, bei euch ist es jetzt nicht zu leise. Sie glaubt, dass du dich unreif benimmst. Sie glaubt, dass du nicht ganz richtig im Kopf bist. Ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Richtig, ich tue doch niemandem damit weh. Ich erledige all meine Aufgaben. Ich mag nur Hühner und ich spiele gerne mit ihnen. Ich weiß, mein Freund, Eltern machen sich manchmal unnötig verrückt. Lass dich davon nicht zu sehr beeinflussen. Sei einfach, wie du bist. Ob ich der Mutter gerade eine große Hilfe bin, ich habe keine Ahnung. Danke, das ist sehr nett von dir. Ich weiß, ich bin nicht wie andere Jungs oder Mädchen, aber ich versuche es. Alles, was ich will, ist glücklich sein. Und das macht dich zum klügsten von uns allen. Brauchst du irgendwas? Hm, ich könnte ein paar Eier brauchen und Federn. Es gibt noch zwei Hühneraktivitäten, die ich ausprobieren muss. Fliegen und Eier sitzen. Und keine Sorge, ich weiß, wie schlecht sie fliegen. Ich werde von keiner Klippe springen. Stimmt, Hühner sind wirklich nicht so die besten Flieger. Ah, ich besorg dir, was du brauchst. Ich glaube, ich bin keine gute Hilfe für die Mutter. 10 Eier und 50 Federn. Ja, zu Hause haben wir das, ne? Ist sie zufällig eine Händlerin? Nee. Ich meine, Federn ist einfach. Da müssen wir im Zweifelsfall nur ein paar Bäume fällen. Da kriegen wir ja Federn. Eier könnten wir unter Umständen bei der Köchin bekommen vielleicht, wenn wir Glück haben. Also ja, ich habe die zu Hause, aber warum soll ich das erst nach Hause reiten? How is life treating you? Aber du hast nur 7 Eier. Das ist natürlich schlecht, aber ich nehme die schon mal. Ich hätte echt Sachen zum Verkaufen mitnehmen können, ne? Haben wir hier noch was anderes als die Köchin? Der ist ein Schmied, der wird keine Eier haben. Was ist da hinten noch? Pferde. Ja, Pferde bringt uns auch nichts. Ja, das ist ja blöd. Wo kriege ich jetzt noch Eier her? Ich überlege gerade, konnte man Eier irgendwo... Gab es Vogelnester? Ne, Vogelnester gibt es nicht in... in...
Medieval Dynasty, ne? Das war in Sengoku Dynasty. Da gab's Vogelnester. Oh. Wo ist mein Bogen? Da. Ich wollte doch Vögel schießen. Kriegt man von Vögeln vielleicht Eier? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal hier rüber. Können ja noch zwei Leute ins Dorf holen. My favorite times of the year are the parties between seasons. Good thing that only selected people are invited to those. Travelers of this realm are drawn to the bonfires like mine. How is life treating you? Myself included. Ah, ja, das ist das mit den Gerüchten wahrscheinlich. Ist dir in letzter Zeit irgendwas Interessantes zu Ohren gekommen? Ostoja, du solltest dorthin gehen. Angeblich gibt es dort jemanden, der deine Hilfe braucht. Ah, siehst du? Worin bist du besonders begabt? Jo. Aber wir nehmen dich mal mit, mein Freund, und stecken dich in Grabungsschuppen. Wir denken schon mal an die zukünftige Mine. Sometimes I get a feeling that. Grabungsschuppen, da hat man doch noch einen Platz frei, genau. So, wunderbar. Die Frau ist allerdings nicht so interessant für uns. Angeln oder so. Kräuterschuppen brauchen wir gerade niemanden. Ja, wir gucken uns hier einfach mal um. Gucken, ob wir ein bisschen angeln können. Angeln sage ich schon. Vögel schießen und vielleicht was looten. Hier hinten war doch eine Anglerhütte, deswegen kam ich auf Angeln. Vielleicht finden wir noch drei Eier. Ich weiß gar nicht, kann man von Vögeln Eier looten? Ich glaube nicht. Ich glaube, Eier kann man nur kaufen und... Also looten ja, aber halt aus Kisten oder so. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier irgendwo... so eine verlassene Hütte war. Naja, wir gehen einfach mal ein bisschen rum, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Vielleicht jagen wir nebenbei noch ein bisschen, falls mir was vor die Flinte läuft hier. Oder vor dem Bogen läuft. Ah doch, da ist ja die Hütte. Gucken, vielleicht haben wir ganz, ganz zufällig Glück und fangen drei... finden drei Eier. Was ist los heute? Boah, der Tag heute ist aber auch wieder so... Meh. Achso, mit Loot sah es hier aber eher schlecht aus in der Hütte. Ja, gut. Nix Loot für den Onkel. Oh, aber ich höre... ein Bär. Ich habe keine Ahnung, ob ich treffe, um ehrlich zu sein. Okay, der war getroffen. Ich finde das cool, dass die jetzt so oft stehen. Das haben die früher nicht gemacht, meine ich. Oje, jetzt wird's schwierig. Oh, du passt durch die Tür durch. Das ist nicht so cool. Jetzt nicht wegrennen. Boah, es wird schwierig. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, der war drüber. Wir haben halt auch nur Steinpfeile.
Hey, bleib mal hier. Jetzt habe ich dich angeschossen. Ich will dich doch nicht leiden lassen. Okay, alles easy. Oh, können wir gleich mal was trinken, wenn wir hier sind. Boah, Heilungstrank verzichte ich jetzt mal. Das passt schon. So, mal gucken, ob wir noch ein paar Pfeile von uns finden. Das hat uns aber weder Federn noch Eier. Oh Gott, wie oft habe ich denn daneben geschossen? Ja gut, das ist ja nicht immer grundsätzlich daneben geschossen, ne? Die verlieren die ja auch mit der Zeit. Gut. Gerade gedacht, ich hätte noch was gehört. Ja, da werden wir wohl in der nächsten Jahreszeit eh nochmal wiederkommen müssen. Weil, klar, ich könnte jetzt in die nächste Stadt, um Eier und Federn zu kaufen, aber... Laufen einfach so ein bisschen hier rum. Und gucken mal, ob wir uns da so ein, zwei Enten wegsnacken können. Oh, ich habe gedacht, hier ist nochmal ein bisschen Land. Immerhin zwei. Muss man dich nur noch wiederfinden. Die sehen echt gut aus, die Enten, ne? Also, okay. Vielleicht nicht mehr so doll am Leben, aber so optisch. Oh, wie der Fuß da wackelt. Mach weg. Entschuldigung. Oh, guck mal, hier ist noch ein verlassener Hof. Gucken wir uns das mal an. Da hinten ist auch noch ein Haus. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Das war mal ein Schweinestall, würde ich sagen. Wohnhaus. Es wäre so cool, wenn man die Betten und Feuerplätze benutzen könnte, tatsächlich. Okay, sonst gibt es hier aber nichts zu looten, wie es aussieht.
Also gut, Bett wäre jetzt uninteressant gewesen, aber... Ach, da ist ja schon die Hauptstadt. Ja, komm, dann... Ich habe gedacht, die ist ein bisschen weiter weg. Bin ich natürlich gerade genau auf der Seite, wo kein Eingang ist, ne? Schaffen wir das doch fix, noch 3 Eier kaufen. Federn kriegen wir bestimmt irgendwie so noch hin. Ich wollte gerade sagen, war das hier nicht der Eingang, wo die Raben sitzen? Ist doch gerade einer gelandet. Ach, fuck, ich hab aufgeschreckt. Gut, holen wir erstmal die Eier. With great power comes great responsibility. And the king seems to be doing just fine. Weiß gar nicht, bei wem es hier Eier gibt. Ich glaube bei dem. Oh, it's you again. Ja, aber da gibt's Federn. Ach, nehmen wir mal mit. Kostet nicht so viel. See you around. How can I help you? Du hast Essen und Getränke, dann hast du bestimmt auch Eier. Ja. Best good, goodbye. Supi, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Federn. Wird aber auch schon langsam finster. Mal sehen. Wow, Onkel. Wow, einfach nur wow. Das ist natürlich ein bisschen doof da oben, ne? Da kriege ich dich ja auch nicht weg. Das ist blöd. Konnte man das nicht irgendwie abbrechen, das Ziehen? Ja, dann halt so. Komm, ich will es mal probieren. Wow. Doch wenn ich weiß, dass ich nicht an den Raben rankomme jetzt. Oder kommst du runter? Ah, du kommst runtergeblumst. Das ist ja super. Habe ich nicht gerade nach meinem Esel gepfiffen? Was bist du jetzt? So, meinen Leuten fehlt es an Rohstoffen oder so. Lass mal kurz gucken. Das ist ja zum Glück pausiert. Wo ist das Problem? Okay, im Brunnen fehlt es wahrscheinlich an Eimern, weil er mittlerweile schnell genug arbeitet. Ihr habt gesagt, wenn ich bei der Person gucke, sehe ich das. Aber okay, jetzt müsste ich erstmal die Person finden. Nee. Ihr habt gesagt, irgendwo steht, welches Material mir fehlt. Also ich meine, hier sehe ich es jetzt, weil hier fehlt einfach Eimer. Aber Kräuterhütte? Was ist bei ihm denn verkehrt? Achso, ja, okay, der sagt immer, dass irgendwas fehlt. Holzschuppen ist kein... Scheune? An der Scheune arbeitet gar keiner. Oh, wir könnten auch mal wieder Leute mit Landwirtschaft gebrauchen, I guess. Thank you.
sehe schon, wie der Junge gleich auf den Eiern sitzt und versucht, die auszubrüten. Wie wir auch so überhaupt keine Hilfe für die Mutter sind, ne? Aber ich finde es schön. Ich finde, sollen machen, was sie. Ist ein Kind. Das soll glücklich sein. Lass es doch ein Huhn spielen. Man muss sich nicht immer der Masse anpassen. Mit Eigenartigkeiten sticht man hervor. Das ist doch das, was uns ausmacht. Doch blöd, wenn jeder gleich ist. Oder wie seht ihr das? Ich meine, ja, okay, ist ein bisschen schräg, wenn er sich benimmt wie ein Huhn. Aber lass ihn halt. Ja, hier wieder mein Bergsteigeresel. Hast du alles? Na klar. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt kann ich das Hühner-Dasein noch weiter erforschen. Übertreib's nur nicht. Willst du mit mir spielen? Ich dachte schon, du fragst nie. Schön. Ich habe ein neues Emote entsperrt. Lass mich raten. Ich kann mich jetzt wie ein Huhn benehmen. So, das war's jetzt schon. Und jetzt hat er aufgehört, ein Hühnchen zu sein. Und Quest ist zu Ende. Okay, cool. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's dann das nächste Mal nochmal ins Fischerdorf. Und ich mache mich jetzt auf dem Heimweg. Ne, ich mache mich nicht auf dem Heimweg. Ich werde einfach oben ein paar Äste sammeln und dann die Jahreszeit beenden, sozusagen. Und werde mich ja an der Stelle schon mal verabschieden auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Oder beides. Oder und, meine ich natürlich. So rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, wir müssen erst noch ein Stück wegrennen, ne? Genau. Ja, macht's gut, meine Lieben. Tschüss.